und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ja, in der letzten Folge ist alles irgendwie immer länger geworden und da haben wir beschlossen, einen kleinen Cut zu machen. Und jetzt müssen wir natürlich die Quests, die wir angenommen haben, zu Ende führen. Jetzt muss ich selber nochmal eben schauen. Also, Krähenfleisch müssen wir holen und Giftkraut der Rambutan-Plantage. Das hört sich ja sehr gefährlich an. Ich sehe gerade... Ne, das sind aber beides Dreier, ne? Genau. Okay. Ja, gut. Gehen wir mal zu Fuß hin. Ach, die großen... Nee, das funktioniert ja wieder nicht. Moment, das ist das Kraut. Gibt es das auch irgendwo unbewacht vielleicht noch? Was muss ich denn überhaupt... Moment, das ist aber kein... hallo? Ah, falsche Taste. Ihr seid keine Krähen! Geht's noch? Idioten. So. So, das ist das Giftkraut. Das heißt, Krähenfleisch kriegen wir hier unten irgendwo. Oh. Ich laufe hier gerade so durch die Heretiker durch. Nein, ich bin schon wieder die Teso-Tasten am Drücken. So, Moment. Fülle den leeren Topf. Wo sind wir denn hier? Auf der Seite müssen wir. Wo sind wir denn hier? Auf der Seite müssen wir. Ja, ihr merkt schon, ich bin immer noch früh am Morgen. Das war jetzt auch wieder so ein toller Satz, den ich gerade sagen wollte. Gehen wir zusammen. Fülle den leeren Napf mit giftigem Futter, besiege heretische Hunde. Das sind die Viecher da oben, so wie es aussieht. Hallöchen! Achso, da ist auch schon einer. Was tust du? Warum sind hinter mir jetzt welche? Wo kommt ihr denn jetzt her? So, einer noch. Die oben wollen irgendwie nicht. Na, komm. Komm. Jetzt kommen sie auf einmal alle an. War ja klar. So. Kann ich jetzt... Leute, ganz ehrlich. Kann ich jetzt hier weg? Komm, reiten. Einmal hoch. Ich will ja nicht noch mehr Hunde hier töten. Was geht hier als, vor sich? Als Was ich muss. Die Heretiker mich bis hierher verfolgen. Moment. Ach so, doch. Ja, Fragezeichen ist ja abgeben. Genau, das ist irgendwie so unlogisch. Aber egal. Simus bat dich, mir zu helfen. Was für ein Kerl. Wenn ich lebend hier wieder rauskomme, werde ich ihm persönlich danken. Dank dir bin ich ganz schön erleichtert. Eines Tages werde ich mich dafür erkenntlich zeigen. Danke. Ich habe die Leute eskortiert, die in Richtung des Dorfes Dyer unterwegs waren. Während diese Suchhunde umherstreiften, hat sich keiner in die Nähe des Dorfes getraut. Dann hörte ich plötzlich in der Nähe einen Schrei. Ich rannte hin, um zu schauen, ob es ein flüchtender Dorfbewohner war, konnte aber niemanden sehen. Wohin könnte die Person geflohen sein? Doch nicht wieder ins Dorf, oder? Naja, es kommt drauf an, wie intelligent die Person war. Sieh dich auf dem Pfad im Dorf um. Ich hasse es, wenn man immer so von einem zum anderen geschickt wird, ne? Naja, komm. Also wir gehen jetzt da mal eben hin. Bevor ich jetzt hier irgendwas abgebe. Beziehungsweise bevor ich jetzt hier mit dem Amel spreche. Warum sind die jetzt auf einmal böse? Eben konnte ich da ganz normal vorbeilaufen. Hier ist kein Flüchtiger. Wo muss ich jetzt hin? Nein, das ist wieder so ein dämliches... Das will ich doch gar nicht. Aber ich muss jetzt nach oben. Das finde ich jetzt aber nicht gut. Ich muss ja eigentlich nach unten mit Amel. Moment. Hier muss ich irgendwo einen Triporter finden. Sehr schön. Dann hoffe ich, dass der mich jetzt nicht noch weiter nach oben jagt.
Meine Schwester Ria wird vermisst. Das kann ich einfach nicht glauben. Die Heretiker. Warum so plötzlich? Da! Ist das eine Blume in deiner Hand? Die hatte Ria in der Hand, als ich sie das letzte Mal gesehen habe. Oh, sie hat sie von Conny. Ria hat sich so gefreut. Ria. Oh, Ria. Oh. Ja, war dann doch nicht ganz so schlimm. Aber, ich saß noch auf dem Pferd drauf, sagt das doch einer. Aber wir müssen wieder die Strecke zurück. Nein, ich will auch nicht dieses dämliche Fleisch hier irgendwie jagen oder keine Ahnung was. Ich will einfach nur so... Was sind das denn wieder für Viecher hier? Aber ich glaube, die haben wir schon mal gesehen. Gesundheit. So. Was geht hier vor sich? Was, wenn da die bin Heretiker ich mir auch noch nicht sicher. Mich bis hierher verfolgen? Ei, Amel. Wir können dieses Gebiet gerade so halten. Thyrane sei Dank. Aber die Lage wird nicht besser. Die Zahl der Heretiker hat sich unlängst erhöht. Es scheint, als würde jemand hinter den Kulissen diese Lage lenken. Auric, der Waldhüter, sollte mehr über das Dorf wissen. Finde ihn und erkundige dich, was er dazu zu sagen hat. Was, wenn die Heretiker mich bis hierher verfolgen? Was geht hier vor sich? Erkundigst du dich nach dem Dorf? Da war ich doch gerade schon mal bei dem. Was? Ach so, das ist dieses komische. Oh, ihr Götter, habt Gnade. Dort ist es die Hölle auf Erden. Die Heretiker haben alle in die Hysterie getrieben. Die Soldaten konnten die Gebiete rund um das Dorf infiltrieren, wissen aber nicht, was als nächstes zu tun ist. Ich wünschte, ich könnte helfen. Was geht hier vor sich? Warum sind sie so? Untersuche die verdächtigen Heretiker. Was heißt untersuchen? So stehen da einen vor Latzknallen oder was? Ja. Ihr seid noch nicht verdächtig. Euch muss ich noch nicht untersuchen. Guten Tag. Finde den Soldaten, der ins Dorf irgendwas ging. Der ist natürlich ganz oben, war ja klar. Okay. Moment, da müssen wir jetzt... wieder komplett hier durch. Ich meine, das Gute ist, dass man meistens hier durchreiten kann, ohne dass man getroffen wird, weil man jetzt nicht direkt mitten reinreitet, sage ich mal. Das finde ich schon sehr gut gemacht, aber diese endlos vielen... Oh, das ist so ätzend. Es sind noch Leute im Dorf, die gerettet werden müssen. Wir haben unser Bestes getan. Es waren einfach so viele... okay, evakuiere die Dorfbewohner. Oha, okay, ich muss aber nur 3 evakuieren. Und ich habe hier meine Schwester, ich kann sie nicht finden. Ich habe hier wahrscheinlich Quests, die damit irgendwie zusammenhängen. Also ich klapper die am besten mal alle so nach und nach ab hier. Oh, das ist alles meine Schuld. Ich hätte meine Schwester nie alleine zu Hause lassen sollen. Oh, Ritterin, du sagtest, du wärst aus der Stadt, oder? Du bist die Königsritterin, oder? Dann bitte hilf mir. Ich flehe dich an. Ich tue alles. Ich muss meine Schwester Ria finden. Wenn sie meine Stimme hört, wird sie zu mir kommen. Auch wenn es gefährlich ist. Ich habe keine andere Wahl. Vielleicht ist sie unter dem Schutt gefangen. Würdest du bitte die Trümmer absuchen? Ja, das dachte ich mir schon. Das ist nämlich alles da oben in der Ecke. Na, lass uns ganz in Ruhe hier warten. Ja.
Würde ich auch gerne machen, darf ich aber nicht. Oh, ich bin nur knapp mit dem Leben davongekommen. Meine Karawane war auf dem Weg zu Borg Luterra, als wir beschlossen, einen kurzen Stopp im Dorf einzulegen. Wie ist es nur dazu gekommen? Wie schrecklich. Ui. Ui. Oh, meine Karawane. Oh, du meine Güte. Noch viel konnte der mir jetzt nicht sagen. Moment, Wiesel, ich kann immer noch. Hör die Händler Wiesels bitte an. Ich habe keine gehört, aber okay. Wie, wovon redest du? Ich suche nach meinen Sachen, nicht nach irgendwelchen Leuten. Willst du mich verarschen? Oh. Ich soll ja Leute evakuieren und alles. Und er fängt an, dass da irgendwo seine Sachen liegen. Muss ich mich hier durchballern, nehme ich mal an. So, einen haben wir schon mal. Zwei. Sprech mit Tim. Bist du ein Zombie oder kann ich mit dir reden? Es sind noch Leute da drin. Ja, den werde ich helfen. Was war das denn für eine? Das sind die, die verrückt geworden sind, ich oder was? Ich habe jemanden im Keller gehört. Das ist kein Geist, nein. Es sind noch Leute da drin. Ja, und total viele Verrückte, die mir hinterherlaufen irgendwie. Das hört sich so ein bisschen wie Resident Evil an. Bitte helfen Sie mir, werter Priester. Willst du eine drauf haben, oder was? Hau ab. Ich muss meine Quest hier erledigen. Wobei, ja doch, Moment, das gehört zur Abgabe. Ich dachte, ich hätte Nepp weinen gehört. Sie kam bestimmt zurück, um Ria zu finden. Ach, so schrecklich das alles auch ist, es ist nicht Nepps Schwester. Wir haben alle jemanden verloren. All diese gewöhnlichen und doch besonderen Bewohner des Dorfes. Als der Wahnsinn ausbrach, haben wir viele aus den Augen verloren. Dutzende von uns wurden vermisst. Wo stecken sie wohl? Sind sie noch immer im Dorf gefangen? Ich hoffe nur, dass sie noch leben. Die Heretiker haben uns aus heiterem Himmel angegriffen, so plötzlich, dass ich nur an mich selbst denken konnte. Was Rainer angeht, wir haben sie hierher gebracht, unversteckt. Ihre Tante Safia hatte nicht so viel Glück. Wir können sie nicht finden. Und die arme Nepp hat jeden Bezug zur Realität verloren. Sie meint, ihre Schwester Ria ruft im Dorf nach ihr. Aber Ria ist vor gut 10 Jahren von uns gegangen. Und meine Verlobte Marlena, sie kehrte zurück und wollte mehr Überlebende finden. Ich habe seit einiger Zeit nichts von ihr gehört. Tut mir leid, ich muss immer an sie denken. Die meisten von uns waren auf dem Kult hin und weg. Wir hatten keine Ahnung, dass die Dinge so enden würden. Wir dachten, die Evangelisten würden uns retten, aber wir sollten uns nie so geirrt haben. Was? Evangelistenkult? Was? Wie? Wo? Das sind die Klamotten, die der haben will. Und dann finde Rainers Tante. Die ist da oben. Ja, ich würde fast sagen, dass wir erstmal kurz mit Amel sprechen. Vielleicht hat der noch irgendwas, was wir da oben erledigen sollen. Hier drüben. Die Situation ist schlimmer als gedacht. Die Heretiker haben Leute woanders hingebracht. Es scheint, als wäre die Gehirnwäsche der Dorfbewohner nicht ihr einziges Ziel. Ich habe eine Person gerettet, die fast von den Heretikern verschleppt wurde. Aber sie kann sich einfach nicht beruhigen. Finger weg. Lasst mich! Wo sind wir? Ist es hier sicher? Ich habe alles verloren. Meine Familie, meine Freunde, alles. Meine Tochter Safia.
Wo könnte sie sein? All dies. Es geschah alles seit dem Tag, als dieser Ton zu hören war. Dieses seltsame Spieldosengeräusch. Selbst die einfachen Leute. Sie fielen alle auf die Lügen der Heretiker rein. Und nun weiß ich nicht, wo sie alle hin sind. Sie folgten jemanden, den sie den Ältesten oder so etwas nannten. Oh, die Heretiker trugen eine Liste ihrer Befehle bei sich. Vielleicht findet sich darauf etwas. Nein, meine Tochter. Ich muss Sophia finden. Ja, dann tu auch was und such deine Tochter und jammer hier nicht rum. Ich wäre schon links unterwegs, ganz ehrlich. Boah, die gehen mir auf den Sack hier. Wie viele noch? What? So, bei 4 muss ich die Tante finden. Oh, was haben wir denn hier? Hallöchen. An die Samen habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Och, ernsthaft, jetzt kann man hier nicht mal 2 Sekunden eben was machen. Das ist das, was ich meine. Das ist so ätzend hier in dem Spiel. Fickt euch. Ich will das nur eben untersuchen, ihr Penner. So. Irgendwelche gestohlenen Waren, die sind wahrscheinlich hier hinten. Die sollten da sein. Sind sie aber offenbar nicht. Sprich mit Bianca. Was? Wiesel? Ein verdammter Dieb ist das. All das von dir zurückgebrachte Zeug gehörte ursprünglich mir. Welcher Händler lässt denn seinen Kram zurück? Das kann gar nicht passieren. Denk doch nochmal nach. Ich bin niemals geflüchtet, also gehören all diese Dinge immer noch mir. Du warst dabei, mir meine Sachen zu stehlen. Nun, ich sehe darüber hinweg, wenn du sie einfach hier lässt. Wie ich sie alle hier rauskriege? Nun, das überlege ich mir noch, aber gib sie mir einfach zurück. Außerdem ist es doch einfacher, sie mir zu geben, anstatt sie Wiesel zurückzubringen, nicht wahr? Einfacher ja, aber... besiege die Heretiker Ältesten? Moment, wo bin ich jetzt? Um sich greifender Wahnsinn. Da unten sind die Ältesten. Verhandle mit Bianca. Da stehe ich, glaube ich, gerade drauf. Naja, das ist Bianca. Suche nach den Spuren von Nebs Schwester. Okay, also mit ihr erstmal verhandeln jetzt noch. Wiesel hat mich zuerst gefragt. Ja, das Doppelte. Ich bezahle das Doppelte. Puh, ich bin ganz schön im Schwitzen. Aber ein echter Händler gibt niemals auf. Wart's nur ab. Du wirst schon sehen, wenn ich das hinter mir habe, bin ich stärker als je zuvor. Also habe ich jetzt ihr einfach die Sachen gegeben, ja? So wie das aussieht. Oder wie stelle ich mir das jetzt gerade vor? Bei der 1 muss ich die Ältesten besiegen und bei 3 nach den Spuren gehen. Ja, was anderes ist da jetzt nicht...
Hallo, du sollst absteigen. Och, du selten dämlicher Clown. Komm jetzt. Da sind Spuren, die muss ich machen. Mann. So. Tim, ich lebe noch. Mein Kopf, er brummt. Ich kann nicht klar denken. Ich will ein letztes Mal dein Gesicht sehen. Bitte, ich möchte dich sehen. Ich vermisse dich. Oh, unsere Freunde, die Evangelisten. Sie kehrten für mich zurück. Ich kann sie hören. Ich werde uns retten. Jetzt kann ich alles sehen. Tim, finde mich. Wir sind hier. Komm mit uns. Komm mit uns in den Tod. Scharlachrote Buchstaben aus Marlenas Testament. Ja, 3. Entscheide dich, was mit Marlenas Testament passieren soll. Wirf es an ein nahegelegenes Lagerfeuer oder gib es ihren Verlobten Tim? Oh. Ja. Ich meine, er sollte zumindest ehrlich wissen, was passiert ist. Behaupte ich mal. Ich denke mal, da ist jetzt das Lagerfeuer, oder? Wo ich jetzt stehe. Da ist der Tim, genau. Wer ist das? Schnappt ihn! Bin eine Sie, Pisser. So. Oh, das ist noch einer. So, das war's dann wohl. Dann gehen wir mal wieder zurück zu Tim. Achso, das ist das Lagerfeuer. Nein, 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 das wollen wir nicht machen. Er hat ein Anrecht darauf zu erfahren, was mit seiner geliebten Frau passiert ist. Also ich meine, sie waren verheiratet. Och, geht mir aus dem Weg, ihr blöden Funzels hier. Oh, ich verstehe. Vielen Dank. Dort drüben ist eine Kiste, die ihre Habseligkeiten enthält. Oh, ich habe ihre Sachen bis hierher getragen. Ihren Lieblingshut, den ersten Ring, den ich ihr gab. Ich hörte dieselbe Stimme wie sie, aber ignorierte sie. Warum tat sie das nicht auch? Oh, Marlena, warum? Kiste, Kiste, das meinen die jetzt hier, ne? Konnte ich die nicht? Ach so, hieß das nicht, dass ich die benutzen kann? Abgeschlossen, Misserfolg. Wie Misserfolg, hallo? Wieso Misserfolg? Ach so, kann ich nicht anklicken. Quest abgeschlossen. Sie war zu wichtig, um einfach zu verschwinden. Ja. Keine Ahnung, warum ich das jetzt nochmal selber abschließen muss. Den Teil habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Achso, Moment. Jetzt kann ich das öffnen. Ah. Haha. So, bringe Marlenas Anhänger zu Tim. Warum? Der hat die doch selber hingeschleppt, die Sachen. Oh, Marlena. Ich brauche den Rest der Dinge aus dieser Tasche nicht länger. Ich schenke sie dir. Ich möchte nur diesen Anhänger aufbewahren. Ich werde für immer auf ihn Acht geben. Ja, das ist cool. Vielen Dank. Um die Punkte kümmere ich mich gleich auch noch. Ich möchte nur gerne... finde die Dorfbewohner, die weggelaufen sind. Da ist auch noch ein Triporter. Ich würde sagen, da reiten wir auf jeden Fall nochmal eben hin. Mal durch diese ganzen Schabracken hier durch. Ich glaube, das hat sie nicht gerne gehört, dass ich das gesagt habe. So. Die Heretiker, das ganze Gesindel, das war auch mal hinter uns hier. Ja, ist ja gut, Leute. Und
Erstmal das Wichtigste. Sehr schön. Ostloterra wurde zu 10% abgeschlossen. Und ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Oh, ich kann nur nicht mehr reden, Leute. Hier ist ein entkommener Dorfbewohner. Ja, das ist toll. Ich wollte nur mal eben wissen, Beobachter Cyrun? Den werden wir jetzt heute in der Folge nicht mehr annehmen. Aber was ist das für ein komisches Zeichen obendrauf? Das hat mich jetzt hier irgendwie so ein bisschen irritiert. So, finde die Dorfbewohner. Ich hoffe, mit dir kann ich noch reden, ohne jetzt wieder irgendwas Neues zu kriegen. Was in aller Welt geht hier vor sich? Als ich wieder zu mir kam, stellte ich fest, dass ich mit ein paar Leuten irgendwohin unterwegs war. Ich schob den Kerl weg, der mich hielt, und floh. Das war alles echt furchterregend. Ich weiß nicht, was es mit den anderen passiert ist. Ich glaube, sie waren unterwegs zur Schwarzrosenkapelle. Es heißt, sie sei verlassen, aber jetzt sieht man darin Lichter und hört das Murmeln betender Leute. Ja, und ich soll wieder mit Amel sprechen. Das machen wir dann auch heute nochmal. Oder nicht? Ich weiß nicht. Er wird mir sicher noch eine neue... Moment, ich gehe erstmal auf ein Pferd runter. Er wird mir sicher noch eine neue Aufgabe geben. Deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen... ja, komm, ich rede nochmal kurz. Die Gefangenen wurden zur Schwarzrosenkapelle geschickt? Ja, ja, ja. Meine Güte, wir müssen uns beeilen. Wir müssen einen Weg finden, in diese Kirche zu gelangen. Ja, war auf jeden Fall schneller, als ich dachte. Na gut, damit wir das Ganze jetzt nicht wieder so weit überziehen von der Zeit her, würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Dann können wir in der nächsten Folge auch mal gucken, was es hier mit diesen komischen Ausrufezeichen, mit diesem komischen Planetenring da drumherum zu tun hat. Und ja, werden die Hauptquest natürlich auch weitermachen in der Schwarzrosenkapelle. Bis zur nächsten Folge. Ciao!